Yo, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Wir sind hier vor der Eingangshalle der East German Classic. Der erste Wettkampf der Saison, dieser Herbstsaison. Da liegt Dima. Der macht sich hier schon gemütlich. Heute haben wir 5 Athleten am Start, 3 Bodybuilder, 2 Bikinis. Ich bin mit Dima angereist und die anderen werden dann auch noch demnächst hier aufschlagen. Dann direkt einwiegen, registrieren, hinlegen. Bodybuilding ist die erste Klasse. Das heißt, wir sind relativ flott durch und können dann warten, bis die Bikinis abends dran sind. Viel Spaß bei diesem Video. 60,4. Jawohl. Moment, was sagst du? Passt, oder? So, Dimas, machen wir jetzt. Frontcheck, oder? Am besten nach da hinten. Kriegt jetzt noch, du hast noch ein bisschen Trinken übrig, so 100 Milliliter oder was, 150. Ja. Das trinkst du jetzt, 100 Gramm Kekse. In 100 Gramm Keksen sind so 1,5 Gramm Salz drin, das heißt, wir packen jetzt noch ein bisschen Salz rein, ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Fett, ein bisschen Trinken, Elektrolyte, was in dem Wasser aufgelöst ist. Hast du noch eine Banane? Hab ich, ja. Dann auch noch eine Banane. Und Kekse. Genau. Und das war's dann auch bis zur Show. Wir sind jetzt hier knappe 10.30 Uhr, 13 soll es offiziell losgehen. Das heißt, knappe 3 Stunden, wo jetzt eigentlich noch rumliegt und die Füße hochlegt. Wenn es 4 werden, weil die Organisation nicht ganz passt. Gucken wir, das passt schon. Hausaufgaben sind gemacht. So sieht's aus. Okay. Warten jetzt, die Nina liegt. Wir haben Vermutung, dass sie eine Lebensmittelvergiftung hat und hoffen das Beste für heute Abend. Aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt die Jungs hübsch. Mit was machst du die hübsch? Wieso? Mit Make-up, damit der Kopf nicht so weiß ist. Normalerweise macht man nur das Gesicht zum Beispiel hier, ne? Aber hier muss komplette Paket. Einmal alles. Raik, freust du dich? Erstmal Make-up in deinem Leben, oder? Ja, erstmal. Wundervoll. Du siehst auch hübsch aus, ne? Sag mal deinen Hinterkopf. 365 Grad. Ja, ich filme, keine Sorge. Dimas Gesicht fällt auf jeden Fall immer weiter ein. Das ist ganz schön. Warst du eigentlich schon mal auf der Toilette? Nein, das mache ich gleich als nächstes. Sehr schön, sehr schön. Moment, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Sehr gut, Bro. Super, hast du Bock?
Chance. Jawohl. Komm, Schritt nach vorne!
Der dritte Platz ist somit die Bronzemedaille, geht an die Startnummer 25, Dimitri Feldstein. Die Mädels an. Ich hab das Gefühl, die rechte Schulter ziehst du sehr hoch. Die hintere. Ja. Machen wir eine Backpose. Obwohl sieht gut aus. Ja, das sieht gerade richtig gut aus. Und nach hinten pushen. Ja. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Genau. Machen wir eine Backpose bitte. Ja, ist mehr Fülle jetzt. Ja. Das grenzt sich wieder ein bisschen mehr ab. Also ich lasse sie aber nochmal was essen. Ich würde sie auf jeden Fall nochmal was essen lassen. Da ist auf jeden Fall noch Platz. Der Bauch ist ja auch flach. Ja. Hast du irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie Blähung oder so? Nö. Ja, dann. Ja, du kriegst noch rein damit. Noch rein damit. So, während wir jetzt uns um die Mädels kümmern, zum Beispiel Selina und Nele. Ja. Mein Wettkampf quasi ist durch mit meinen Jungs. Mehrere Placings, fünfter Platz, vierter Platz, zweimal dritter und einmal zweiter. Ist jetzt nicht schlecht. Finalplatzierung wunderbar und so. Aber wir haben auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Und werden das Ganze in den nächsten zwei Wochen verbessern. Da geht Dima und Mohamed wieder an den Start in Italien. Und der Raik erst in fünf Wochen. Bin insgesamt soweit zufrieden. Aber man wünscht sich natürlich bessere Platzierungen. Damit ist das Video auch beendet. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das gesehen hättet. Und bis zum nächsten Mal.